Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Rescue HQ. Ein Verdächtiger ist angekommen, guck mal einer an. Dann sollten wir die doch mal direkt hier abfrühstücken. Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen hier umdisponiert und erweitert. Das werden wir heute fortsetzen. Wir werden nämlich die Toilette hier mal ein bisschen erweitern. Speicher überschritten, Schreibarbeit, was? Okay, wir brauchen dann noch weitere Aktenschränke. So, Büro. Nicht den Schrank. Oh, wir können auch einfach mal einen größeren Schrank nehmen, aber wir brauchen tatsächlich die Schreibarbeitsaufbewahrung. Haben leider ein bisschen sehr viel Schreibarbeit. Und direkt wieder die nächsten Einsätze. Träumchen! So, was brauchen wir denn hier? Wir brauchen erstmal 6 Lufttanks. Wir brauchen den großen Wagen. Wir haben jetzt erstmal die nicht komplett kaputt sind. Und einen müssen wir jetzt leider nehmen, der ein bisschen erschöpft ist. Warte mal. Nee, wir müssten mit 2 ran. Machen wir es so. Sehr schön, wir haben einen Polizist auf Stufe 2. Das finde ich ja traumhaft. So, ein bisschen Überschuss, aber egal, den nehmen wir gerne mit. So, was haben wir hier? Machen wir erstmal den Krankenwagen. Wir nehmen den fertigen. Einen Kontaminationsanzug und wir haben... Kein Sanitäter? Ne, ach so, noch ein Sanitäter mehr. Okay, jetzt verstanden. Ein bisschen viel. Warte mal, können wir den dann rausnehmen und sind bei 100? Ja, sehr schön. Dann verschleißen wir den wenigstens nicht. Oh, ey, es geht direkt weiter. Ja, meine Fresse. So. So, tut mir leid, es wird nicht an das... gehen. Passt da noch ein 4. rein? Ne, dann passen nur 3 rein. Gut, gibt's nur 79%. Und Schichtwechsel. Och, Gott sei Dank. Frische neue Leute. So, da haben wir schon die 100 erreicht. So, jetzt mache ich aber mal, weil sonst, wird das hier nichts mit hineinsetzen. Ich sehe es nämlich schon kommen. So, wir machen die Tür mal da jetzt hin. Machen hier die Gegend mal bis dahin komplett weg. Ziehen, wo kann man denn nochmal eine einfache Wand ziehen? Ah, hier genau. Machen wir nämlich hier eine Wand rein. Dann haben wir jetzt hier entsprechend... einige Duschen. Da einige Toiletten. Und dann wird hier mal der Versorgungsraum entsprechend erweitert. So, aber ich würde sagen, wir müssen jetzt, glaube ich, erst einmal gar nicht so viel machen. Was brauchen wir denn hier noch? Gefahrstoff, da könnten wir noch einen weiteren Anzug dazu packen. Den Platz haben wir ja jetzt, aber hier brauchen wir noch was. K9, Scharfschützen und SWAT. SWAT ist, glaube ich, einfach nur die Schutzausrüstung, ne? Ja, dann machen wir doch mal die K9-Einheiten. So, ich würde sagen, wir können es vorerst so lassen. Oh, monetär sieht es jetzt natürlich wieder grausam aus. Minus 30.000, eieieiei. Und es sind nur noch 2 Tage und einige Stunden, bis die nächste Woche anrückt. Hoffen wir mal, dass wir bis dahin einigermaßen klarkommen mit allem. Apropos klarkommen, unsere Autos sollten auch mal wieder klarkommen. Deswegen erstmal eine kleine Reparatur an der Stelle. Allgemeine Leistungsbewertung. Oha. So, die Schutzausrüstung ist beschädigt. Das geht natürlich mal gar nicht.
So, ein weiterer Verdächtiger ist angekommen. Stücken wir die mal ab. Gibt nämlich auch wieder gut Kohle. Juhu, einer hat gelevelt. Sehr schön. Jetzt haben wir hier einen Sanitäter. Das ist ja traumhaft. So, mal kurz schauen. Oh, ja gut, keine Zeit zum Schauen, denn es geht direkt wieder weiter. Was brauchen wir denn hier? Hier reicht ein kleiner. So, zack, haben wir den schon abgefrühstückt. Gut, hier brauchen wir auch den großen. Na komm, du hast so wenig Erfahrung. Machen wir es so. So, ich muss gucken, wie viel Schreibarbeit haben wir denn gerade? 33 von 62. Oha. Schau mal, das ist Schreibarbeit. Schreibarbeit und hier ist Akten. Okay. Nun gut, dann ist das so. Zack, und wieder einer fertig. Perfekt. So, Reparatur anschmeißen. Ach, ihr seid ja immer noch von der letzten Schicht. Oh Gott, ihr Arm. Hat der Einsatz so lange gedauert? Meine Fresse. Oh Gott. Sehr schön, ein Einsatz, wo wir alles brauchen. Oh, aber da brauchen wir auch eigentlich den großen Polizeiwagen. Der ist noch 2 Stunden 22 im Einsatz. Okay, dann müssen wir bei dem Einsatz wohl noch ein bisschen warten. Wie viele Feuerwehr-Larrys brauchen wir da? Auch 8. Eieiei. Wie lange dauert der? Der dauert eine Stunde. Das heißt, hier werden sie sogar rechtzeitig zurück. Selbst wenn ich sie mit dem Großen losschicke, dann machen wir das doch mal. 2 Feuerlöscher rein. Na komm, dann nehmen wir dich. Du bist zwar erschöpft, aber so kommen wir auf die 100%. Und bei dem anderen Einsatz müssen wir noch ein wenig warten. Schon wieder eine Schutzausrüstung kaputt gemacht. Ey, ihr wollt mich auch einfach nur... Ich würde ja sagen Arm machen, aber das kostet ja nichts mit der Schutzausrüstung. Deswegen passt das so nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So, jetzt mal bitte hin zum Einsatz. So, die Finanzen sehen schon wieder solide aus. Gerade ins Plus gerutscht mit 418. ...34 Schreibarbeit und 8 Akten. Ach, das kann vom Untersuchungsausschuss. Das, da gibt es ja noch was. Ja, dann. So, Dille. Dann können wir jetzt auch den Großeinsatz hier angehen. Dann nehmen wir... Wen nehmen wir dazu? Ah, da sind wir jetzt wieder einen drüber und dann machen wir es so. Polizei kommt dann 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dazu eine K9-Einheit. Nein, wir nehmen beide direkt mit. Und natürlich noch unser Sunny. Gut, es muss mit 97% wohl oder übel reichen. Nein, Essen gibt es für euch erst einmal nicht. Na toll, hätten wir mal ein paar Sekunden gewartet, hätten wir jetzt mehr Bullerei gehabt. Aber egal, es ist jetzt halt so, fertig. Mein Gott, da haben sie jetzt aber alle Hunger. Dann futtert ihr erstmal schön. Ihr solltet auch satt werden. So, das mit den 800 Ansehen haben wir ja gleich schon geschafft. Oh Gott. Super, und wir haben kaum Leute da. Träumchen. Ja, was sagt uns das? Wir brauchen mehr Larrys, ganz einfach. Haben wir noch welche, die wir einstellen können? Nee, ne? Aber das heißt, wir müssen mal wieder hier hinten suchen. So,
So, wartet mal. Hier steht einer dann da. Dann muss hier eine Wand, damit das wieder an beiden Seiten ran kann. So, Versorgungsraum. Dann machen wir hier ein paar Schränke. Eins. Ach, das geht nicht. Moment. Und jetzt gehen auf einmal alle? Ja, gut. Wenn ihr meint. Ach, da war kein Durchkommen. Ja, gut. Okay, das macht dann sogar Sinn. So. Bewerber haben wir natürlich jetzt keine. Das ist ein bisschen schlecht. Mal abgesehen davon, dass es schlecht ist, dass wir gerade keinen einzigen Feuerwehr-Larry hier haben. Weil alles im Einsatz ist. Na gut, einer ist da, aber wir haben kein Auto. Boom. Ansehen, eine Stufe rauf. Das Rathaus ist beeindruckt von ihrer Arbeit, als hätte es nie ein öffentliches Notfallmanagement gegeben. Ja, das wird meine Meistergefahr, unsere Freigabestufe erhöhen. Nun, Kadett, Sie wissen Bescheid. Verdienen Sie sich Ihr gutes Ansehen im Rathaus, wie meines. Ich habe nur ein paar Haare deswegen verloren. Danach sind Sie auf sich allein gestellt. Das heißt, wenn Sie durchkommen, denken Sie daran, eine höhere Erfolgsquote erhöht den Geldbetrag, den Sie jede Woche erhalten. Viel Glück, Kadett. So. Jetzt können wir auch mal den Einsatz hier annehmen, hoffe ich zumindest. Was ist das? Ach, eine Tauchpumpe, die haben wir ja gar nicht. Bäh! Nee, irgendwie... Komm, wir müssen ausnahmsweise mal um Hilfe bitten. Den müssen wir jetzt leider mal abgeben. Oh, eine Veteranen-Crew. Ja, das ist ja mal fein. Und Schichtwechsel. Na toll. Den Schichtwechsel habe ich nicht bedacht. Hätten wir das jetzt vielleicht auch so hinbekommen. Aber gut, es ist jetzt halt so, wie es ist. Na komm, Polizeibeamten könnten wir perspektivisch auch schon mal suchen. Wie sieht es denn mit dem Finanzbericht aus? 42.000 plus, das ist doch mal sehr schön. Wartet mal. Ich will mal hier ein bisschen umräumen. Na, wobei, so passt das ja doch eigentlich ganz gut. So, und endlich mal neue Einsätze. Wow, der große Einsatz ist jetzt auch endlich fertig. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, was wir haben. Wir brauchen echt dringendst mehr Polizei. Okay, hier brauchen wir zwar alles, aber nur sehr wenig. Warum brauchen wir da Feuerwehr? Kollision von mehreren Fahrzeugen. Drei Abteilungen sind vor Ort erforderlich. Ja gut, dann. Haben wir da die Feuerwehr? Dann haben wir euch. So, machen wir das einmal so. Okay, dann hier. Ja, warte, wir nehmen mal die, die noch nicht so gut sind. So, das reicht schon, da brauchen wir gar nicht die Ausrüstung für. Sehr schön. Läuft doch. Ach, wir haben ja noch einen Polizeieinsatz. Ganz vergessen. So, ein Auto haben wir noch da steht. Sehr schön. Machen wir es so. Brauchen wir auch die Ausrüstung nicht für. Sehr schön. So, wir haben Bewerber. Ein Medic. Wir sollten uns, glaube ich, mal mehr um Feuerwehr bzw. Polizei kümmern. Das heißt, wir brauchen auch auf jeden Fall noch ein paar Schränke bei der Polizei.
So, wir könnten nochmal hier ein bisschen neues, schwereres Gerät machen. Zum Beispiel eine Tauchpumpenstation. Und, ach ja, wir brauchen ja noch die Scharfschützenausrüstung. Habe ich ganz vergessen. Zack. So, dann machen wir die jetzt mal als nächstes. Oha. Ja, komm, du kommst dahin. Wir müssen ja auch gucken, dass wir Platz sparen. Wobei wir uns hier oben das so langsam mal holen können. Machen wir jetzt auch. So, alle sind zurück. Das ist sehr gut. Da können wir jetzt auch mal in Ruhe alles reparieren. Sagte er und die nächsten zwei Einsätze kamen rein. Es war so klar. Warum habe ich es überhaupt laut ausgesprochen? So, dann schauen wir doch mal. Ein Bewohner eines Penthouses in einem zentralen Bereich berichtet von einem starken, widerlichen Geruch, der aus der Wohnung seines Nachbarn kommt. Hoffen wir, dass es nur eine Katze ist, deren Besitzer im Urlaub ist. Falls nicht, tut es mir leid für den armen Dummen, der alles sauber machen muss. Lassen Sie uns mit der Polizei und Medizinern reagieren, obwohl ich bezweifle, dass es sehr viel zu sichern gibt. Gut, machen wir. Schicken wir unsere drei Kackboons einmal hin. Hier genauso. Mit alle schön an Erfahrung sammeln. Oh ja, da ist ja noch ein Einsatz. Ein Feuer breitet sich in ein nahegelegenes Industriegebiet aus. Sie müssen eine Eskalation verhindern. Kriegen wir hin. Hoffe ich. So, nehmen wir den großen Mannschaftswagen. Zwei Feuerlöscher. Na gut, dann nehmen wir dich raus. Vielleicht kommt ja noch ein anderer Einsatz rein und wir brauchen Manpower. Apropos Manpower, wir haben ja Bewerber hier. Stellen wir jetzt erstmal alle für die Tagesschicht ein. Warum habe ich nicht... Ah, doch, habe ich hier. Okay. Gut, das ist nicht so produziert, vorproduziert wird, sondern... Da wird ganz normal das als Gegenstand mitgenommen. Sehr gut. So, wie ist der Stand der Akten? Warte mal, Fallakten. Was brauche ich da nochmal? Untersuchungsausschuss. Okay, gucken wir mal kurz. Büro. Schreibarbeit. Akten. Personalabteilung der Polizei. Aha, nochmal eine höhere Stufe. Vielleicht kriegen wir dann schneller Leute. Was haben wir hier? Untersuchung. Ja, das ist doch mal fein. Brauchen wir jetzt noch einiges an Ansehen, bis wir uns das leisten können. Aber hey, dann hätten wir immerhin schon mal was. Wir machen die Finanzen. Ach, sehr schön. Alles im Plus. Ich glaube, ich bräuchte noch mal ein paar Kühlschränke. Und Toiletten bräuchte ich, glaube ich, auch, denn... wird es jetzt ein wenig eng. So, damit auch kein Gezanke am Boiler ist. Und jeder dann gehen kann, wann er muss und wann er will. Warte mal, wir könnten doch noch... Stimmt, ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr in der Garage gemacht. Geschweige denn hier sowas wie einen Schießstand oder einen Roffelcopter. Wäre ja vielleicht auch mal nicht verkehrt. Gucken wir erstmal bei der Garage, was haben wir noch? Mit Ausrüstung, kleinere Notfälle, ja. Und Schichtwechsel. Ab nach Hause, ihr Larrys. Und heran mit den neuen Larrys. So, ich überlege gerade, wo wir als nächstes noch Hand anlegen sollten. Trainingsraum, können wir da noch was machen? Ach so, für die Feuerwehr können wir da noch einiges machen. Aber wie gesagt, erst einmal ansehen und das heißt, wir brauchen Einsätze. Und jetzt gerade passiert natürlich nichts, obwohl wir jetzt eine frische neue Crew da haben. Irgendwie klar, ne?
Mich wundert, dass sich irgendwie so gefühlt gar keiner mehr hier ausruht. So, du kommst in die Nachtschicht. Du in die Tagschicht. Dann hoffen wir mal, dass jetzt... Ja, er wird gleich fertig. Sehr schön, haben wir auch mal wieder einen neuen Bewerber bei der Feuerwehr. Ab in die Nachtschicht mit dir. So, es gibt was zu tun, ihr Lieben. Ein LKW ist umgekippt. Gut. Ja, aber ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Dann haben wir auf jeden Fall einen guten Start, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, Sikorski.